Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen heute wieder GTA 5 Custom Maps und wir, das sind ich und ich. Ich habe gerade überlegt, so, hä, wer spielt mit? Keiner spielt mit. Mal wieder GTA 5 Custom Maps am Start. Wurde hier frisch von mir am Sonntagabend aufgenommen. Früher Abend noch, muss man sagen. Viertel nach sieben erst. Muss gleich noch Formel 1 aufnehmen auch. Da ist immer sonntags und donnerstags abends Aufnahme ab 20:30 Uhr. Dann nehmen wir dann immer fleißig Formel 1 auf und dann geht's immer ab, Freunde. Dann bekommt ihr die Folgen immer montags, mittwochs und wann noch? Freitags. Freitags bekommt ihr die auch geliefert. War gerade selber kurz am Überlegen. So, hä, wann noch? Wer, wo, was? Montags immer das Qualifying und dann mittwochs und freitags das Rennen in zwei Teile gesplittet. Falls ihr das guckt, Freunde, ich weiß dann nicht, ob da jemand von euch dabei ist. Gefällt euch das so in der Aufsplittung oder wollt ihr da irgendwie eine andere Aufsplittung? Einen Tag Qualifying, einen Tag Rennen oder so, aber dann kommen halt trotzdem nicht mehr Folgen, ne, sondern es wird nur halt dann zwei Folgen pro Woche anstatt drei. Aber für mehr, wir sind leider alles keine Vollzeit-YouTuber. Alle, die an dem Projekt beteiligt sind, außer einer, beziehungsweise zwei, gehen alle arbeiten, die anderen beiden studieren. Wobei ich Dose jetzt nicht mehr absprechen will, dass er vielleicht auch nebenbei arbeitet, weiß ich bei Dose nämlich nicht. Aber bei Rufus bin ich mir ziemlich sicher, dass der faule Hund nebenbei nichts macht. Einfach am Punkt hier schon so am Scheitern, ne? Das kann ja was werden, die Map. 20 Minuten Challenge ist real, Freunde. Damit ich heute noch eine weitere Aufnahme schaffe. So, da kommen wir hin. Perfektor. Warum ist das Ding hier? Ah, man muss da rausspringen. Okay. Okay, okay. Ich hab's gecheckt. Hapert es nur noch an der Ausführung. Ah ja, habe ich ja gesagt. Das Gute ist, man kann dann einfach noch eine Runde fahren. Viel zu weit. Puh, gerade so noch rein. Trotz den widrigen Umständen. Komme ich hier auch raus? Oder wie es von mir besser nicht komme raus. Passt, ruckelt und hat Platz, sagt man so oder so ähnlich. Jetzt muss ich hier hoch. Moment. Kurz einen Umweg fahren hier. Oh, er hat der Baum jetzt geblockt. Ja, hat er. Hier auf dem Parkplatz. Dann konnte man nicht hier irgendwo mal hoch. Ich hätte respawnen sollen, das wäre so viel schneller gegangen. Jetzt bin ich wieder unten. Ah, ich habe den Punkt von unten bekommen. Scheißegal. Also. Den haben wir auch. Da runter geht's direkt für mich auf den in den Kanal hier. Bin gespannt, was hier kommt. Kommt hier ein Weitjump? Ja, erstmal kommt einfach nur ein weiterer Punkt. Kommt jetzt ein Weitjump? Nein, kommt kein Weitjump. Jetzt gleich kommt ein Weitjump. Einmal respawn, damit wir ein bisschen Anschwung auch noch haben, den wir brauchen scheinbar. Zack, den Punkt haben wir auch. Dann da die Dings hoch. Ah, man muss gar nicht den Weg hier hochfahren, sondern man kann einfach hier hoch. Wir haben sonst netterweise einen Container hingestellt. Ja, komme ich gerade so drüber. Das passt. Jetzt ist der Punkt da rechts. Ah. Puh, ein Stück zu weit, nicht viel. Ein Ministück. Zu weit. Ich hatte, glaube ich, auch Anlauf noch. Ich habe, glaube ich, schon Speed mitgenommen gehabt. Oder? Ich weiß es nicht. Ah, ich will ein bisschen mehr droppen noch. Ein bisschen mehr, sodass ich gegen den Container fliege, dass ich da bequem weiterfahren kann. Ihr wisst hoffentlich, wie ich meine. Ja,
wieder so. Oder nein, noch ein Stück runter. Ah, oh, minimal. Gar nicht so leicht, das abzutimen. Jetzt wusste ich, dass ich es nicht schaffe, weil der verzogen hat. Eieiei. Ah, komm, da fehlt doch nicht viel. Geht doch. Fährt jemand von euch zufälligerweise Motocross oder so? Würdet ihr sowas, wäre das möglich, auch machen, so auf so einem Kran rumfahren und so? Rein Interesse halber mal. Weil ich zum Beispiel würde mich das wahrscheinlich einfach, ich hätte da zu viel Respekt vor, auf so einem riesen Kran rumzufahren, weil da kann ja wer weiß was passieren, wenn du da runterfällst. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Wirklich so null. So, wo kommt der Jump? Ich weiß, man muss da rechts irgendwie hin. Hä? Hab ich... Ah, da links ein bisschen. Okay. Ja, ich hab was verpasst. Ich hab mich gerade so gefragt, hä, hab ich was verpasst? Wo bin ich? Warum? Was mache ich hier? Aber ja. Ich dachte, die Kugeln da rechts würden das zeigen, wo der Punkt ist. Zu kurz? Okay. Ich habe auch erst ein Stück zur Seite gelenkt, glaube ich. Das war nicht so klug von mir. So. Jetzt passt die weiter, aber... Oh, Laterne im Weg, das gibt's doch nicht. Wie viel Pech muss man haben, ey? Ah, Freunde, Freunde, Freunde. Jetzt wieder zu kurz, oder? Ja. Von hier, da muss man gar nicht erst probieren, zu wenig Speed. So zumindest mein Gedanke. Ich dachte schon, da wäre keine Landeplattform so wirklich, weil, ne, dass man da selber bremsen müsste oder so, aber man konnte einfach gegen den Container, alles gut, soweit. So, die 20-Minuten-Challenge ist am Leben. Wir haben ungefähr, also wir haben knapp über die Hälfte der Punkte und wir sind bei 8 Minuten 25 jetzt. Schauen wir mal, was das gibt. Da kommen wir gleich noch wahrscheinlich hin zu dem Jump. Jetzt erstmal den hier. Und zack, den haben wir auch. Perfektor. Wie muss man denn jetzt machen? Da muss ich nochmal respawnen. Ich habe keine Ahnung. Ah, man soll hier. Okay. Ich hätte vielleicht doch ein Mini-Wheelie machen müssen. Oder nochmal von hinten fahren. Ach, oder beides. Mini-Wheelie von hinten. Was? Ich bekomme ihn nicht? Come on, da kann der doch mal ein Ehrenbruder sein und gönnen, oder? Das G steht für gönnen in meinem Namen, Freunde.
Okay, man muss da oben auf die Straße. Komme ich da von unten hin? Ja. Das ist die gute Nachricht. Ach, doch, man muss hier hoch. Ich dachte schon, muss man hier gar nicht hoch, aber doch. Muss man. Bisschen durch die Streets hier fahren. Und dann hier querfällt ein hoch scheinbar. Okay, das ist auf dem Weg ganz normal. Also auf dem. Man muss nicht irgendwas Specialiges machen. Da muss man irgendwas Specialiges machen. Da kommt wahrscheinlich jetzt eine Rampe hier. Vorne. Ich habe kurzfristig abgebrochen, weil ich dachte, ich wäre zu weit. Das war mein Fehler. Ich hätte da durchziehen müssen. Hätte ich durchgezogen, hätte ich es geschafft. Aber ich dachte, ich wäre zu weit. Ich war gar nicht zu weit. Jetzt sah es wieder kurz aus, als würde ich da mega drüber ziehen. Jetzt habe ich auch wieder abgebrochen, aber diesmal war okay. Das Abbrechen. Oh Gott, ich sehe schon, was da kommt. Ich fürchte nichts Gutes für uns, Freunde, für die 20-Minuten-Challenge. Aber wir haben jetzt auch ein paar Punkte hier geholt, auf jeden Fall. Vielleicht wird das ja doch was. Vielleicht wird das ja doch was. Oh, hier weiß ich noch, früher war hier jedes Mal, Freunde, hier hinten ein Dings am Start. Wo muss ich? Ah, ich muss sogar da hinten. Hier, wo die Rampe ist, war früher immer ein Wallbite am Start. Ah, ich muss, glaube ich, wieder ein Halblooping nach hinten machen. Also ein Looping nach hinten. Oh, und dann noch ein Stück nach rechts, oder wie? Oder bin ich jetzt einfach kacke geflogen und hab selber nach links gezogen oder so. Na, jetzt auf jeden Fall. Ja, diesmal habe ich es bemerkt, dass ich nach links gezogen bin. Aber davor hatte ich das jetzt nicht bemerkt. Jetzt müsste es eigentlich fast passen. Puh, ja. Passt. Ruckelt unter Platz. Jetzt noch hier hoch. Nein, oder? Ah! Das gibt's doch nicht, Was mache ich da, Freunde? Was mache ich da? Mann, schaffe ich es jetzt fast jedes Mal hier hoch. Finally, ja, wirklich. Finally. Da einfach runterfliegen, okay. Die 20-Minuten-Challenge ist noch am Start, Freunde. Ich habe aber keine Ahnung, was hier passiert, was ich hier machen muss. Glaube ich hin. Habe ich zu wenig Speed? Ich habe viel zu wenig. Alter, woher soll man den Speed nehmen? Okay, okay. Ja, was mache ich da?
Jetzt wieder, ich droppe jetzt schon viel zu sehr. Ich lande schon fast. Ja, keine Chance. Noch kürzer als vorher war das sogar. Außer ich mache. Ah, schade. Ich wollte da Mühli gegen machen. Aber das hat null geklappt einfach. Der Versuch ist ein bisschen besser, aber ich glaube immer noch nicht, bis ich da ankomme. Nee, zu kurz. Oh, der war richtig, richtig knapp. Das ist ärgerlich. Wie gesagt, 20 Minuten Challenge hier, Freunde. Der ist wieder kacke, glaube ich. Ja, der ist richtig. Das ist der schlimmste Versuch, den ich bisher hatte. Ich lande hier unten im Elektrizitätswerk. Eieiei. Wo wir gerade beim schlimmsten Versuch waren, den ich bisher hatte. Eieiei. So, rein Interesse halber mal, was wünscht ihr euch eigentlich zu Weihnachten? Keine Sorge, ich kann eure Weihnachtswünsche eh nicht erfüllen. Ich habe noch weniger Geld als ihr. Im Normalfall. Zumindest jetzt momentan. Außer meine Schwester schreibt jetzt zufälligerweise genau das rein, was sie sich wünscht. Mit dem, was ich gekauft habe. Bisher hat sie das, glaube ich, noch nicht als Wunsch geäußert. Aber ja. Müssen wir mal gucken. Zu kurz, oder? Ja, der landet auf der Straße schon. Alter, viel zu früh. Also hier auf der Straße. Ich hatte einen Versuch, der war von der Weite her okay. Nur die Richtung hat nicht ganz gestimmt. Kann ich hier noch genug Speed aufbauen, obwohl das so kacke war? Ne, ich lande, glaube ich, jetzt schon. Alter, wo lande ich schon? Ne. Direkt abbrechen! 2 Minuten noch, Freunde. Und uns trennt 2 Punkte. Vom heiß ersehnten Ziele vorne. Ja, auch der ist zu früh. Wenn er gut war, als Versuch, aber schlecht in der Ausführung. Irgendwas hat gehapert. Okay, der war komplett kacke. Alter, der war auch kacke. Man sieht es ja schon im Flug, leider Gottes immer. Okay, so viele Versuche habe ich leider auch nicht mehr. Bei dem habe ich das Gefühl, es könnte eventuell was werden. Ne, minimal zu kurz. Ja, seht das.
Fuck, come on. Okay, letzter Versuch, Freunde. Habe ich da eigentlich schon zu viel gelenkt? Das ist eher einer meiner besseren Versuche, aber auch viel zu früh runter. Nee, doch keiner meiner besseren Versuche. Freunde, auch hier will der letzte Punkt bzw. der vorletzte Punkt nicht klappen. Ich würde sagen, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dann, haut rein. Ciao!